So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde also jetzt das Interview mit diesen 5 Gefangenen führen. Und mit einem muss ich hier anfangen, nehme ich mal Ramon. So, Ramon, Sie sind also ein kubanischer Agent und Spion. Agent meinetwegen, Spion auf gar keinen Fall. Aber Sie haben doch Informationen gesammelt, die Sie dann in den USA gesammelt, die Sie dann an Kuba weitergegeben haben. Richtig, und dann hat die kubanische Regierung sie direkt wieder zurück an die US-Regierung gegeben. Wie bitte? Sie haben schon richtig verstanden. Wir hatten herausgefunden, dass es in Miami bestimmte Gruppen gibt, die Terroranschläge gegen Kuba verüben wollen. Und darüber haben wir unser Land informiert. Und nun war Kuba der Meinung, die USA sollten sich auch für diese 5 interessieren und darüber Bescheid wissen. Wir haben also einen, sagen wir, Kurier ins Weiße Haus geschickt, der dort anklopfen und sagen sollte, dass es ein Problem gäbe. Und damit er dort auch empfangen wurde, durfte es nicht irgendeiner sein. Und wer war das dann? Gabriel Garcia Marquez, der Literaturnobelpreisträger aus Kolumbien. Und wie haben die USA auf diesen Besuch reagiert? Sie haben eine FBI-Delegation geschickt, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Die kubanischen Behörden haben dieser Gruppe dann geradezu säckeweise Ermittlungsmaterial in die Hand gedrückt. So viel übrigens zum Thema Spionage. Und die FBI-Leute? Die waren sehr angetan. Sie haben sich artig bedankt, haben das ganze Zeug mitgenommen und gesagt, so in 2 Wochen würden sie sich wieder melden. Ja, und was passierte dann nach diesen 2 Wochen? Nach 2 Wochen passierte überhaupt nichts. Nach circa 2 Monaten kam es dann zu spektakulären Verhaftungen in Miami. Aber war das denn nicht wirklich ziemlich naiv von der Castro-Regierung zu glauben, sie könnte mit dem FBI zusammenarbeiten? Das FBI ist nicht die CIA. Mit der US-Bundesbehörde hat es vorher schon hier und da Kontakte gegeben. Aber Entschuldigung bitte, warum sollen denn die USA dem verhassten Kuba helfen, indem sie militante Gruppen in Miami ausheben? Die sind doch genau auf ihrer Linie. Weshalb hätte sich das FBI da einmischen sollen? Weil es kriminelle Vereinigungen sind. Gruppen wie beispielsweise Alpha 66 und Omega 7 sind natürlich welche, die so extrem und so militant sind. Die sind ja nicht nur bereit, mit Waffengewalt gegen ihre ehemalige Heimat vorzugehen, sondern deren Fanatismus richtet sich auch gegen ganz normale US-Bürger, die sich dem widersetzen. Finden Sie nicht, dass sich eine hohe Polizeibehörde für so etwas im eigenen Land interessieren sollte? Na gut, Sie haben nun schon mehrmals von Terrorismus geredet. Wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie einige Gruppen in Miami, Florida unterwandert, um zu verhindern, dass Sie Kuba mit Terrorakten überziehen. Wie habe ich mir denn die bisherigen Opfer dieses Terrors so zahlenmäßig vorzustellen? Auch so ungefähr 3.500. Tote? Ja, allerdings. Diejenigen, die traumatisiert, versehrt, bis an ihr Lebensende verstümmelt ihr weiteres Dasein fristen müssen, sind in dieser Ziffer noch gar nicht enthalten. Und in welchem Zeitraum? Der Zeitraum war relativ lang, von 1959 an. Von 1959 an. Und das Ganze, das wechselte auch von der Intensität her. Das war so ein bisschen der politischen Großwetterlage geschuldet, ob es zu vielen Attacken kam oder zu weniger. Nur aufgehört haben diese Aktionen nie. Und was ist denn zum Beispiel mit den sogenannten Brüdern zur Rettung? Die exilkubanischen Piloten, die in der Meerenge von Florida die Position kubanischer Flüchtlinge weitergegeben haben an die US-Küstenwache. Ist das nicht was vollkommen Menschliches? Ja, die Brüder zur Rettung werden angeführt von einer Person namens José Basulto. Und dieser Basulto hat in den 60er Jahren in Havanna ein Hotel unter Beschuss genommen, ein Theater angezündet, einen Stadtteil der Hauptstadt unter Maschinengewehrsalven gesetzt.
Und Sie werden jetzt sagen, 60er Jahre, das ist eine relativ lange Zeit her. Nur der ist vor einiger Zeit mal in Florida, wo er ansässig ist, gefragt worden, wie dann seine jetzige Philosophie Kuba gegenüber ist. Und er hat gesagt, er habe die gewalttätige Haltung seiner Jugend mittlerweile gegen die eines Mahatma Gandhi oder Martin Luther King eingetauscht. Außer, das hat er ausdrücklich dazu zugefügt, im Falle Kubas, wo seiner Meinung nach Gewalt immer noch eine Notwendigkeit sei. Nun können Sie sich vorstellen, wie beruhigt wir Kubaner über diesen José Basulto sein können, wenn mit seinem eingeschränkten Pazifismus, wenn Kuba das einzige Land ist, mit dem er sich im Grunde genommen beschäftigt. Bleiben wir doch noch einmal bei diesem Basulto und seiner kleinen Staffel von Sportflugzeugen. Ich nehme an, das Datum 24. Februar 1996 sagt Ihnen etwas. Natürlich, das war der Tag, an dem unser Militär zwei Maschinen dieser Gruppe abschoss. Seien wir mal da etwas präziser. Eine MiG, ein Militärjet russischer Bauart, holte zwei Cessnas vom Himmel. Es gab vier Toten, zwei Piloten, die zwei Co-Piloten. Das kam damals gar nicht gut. Stimmt, wir waren damals in der ungewohnten Situation, einmal nicht der David, sondern der Goliath zu sein. Das hört sich jetzt ziemlich zynisch an. Sind Sie denn nicht der Meinung, dass die weltweite Empörung in den Medien damals berechtigt war? Die Medien haben berichtet, kubanischer Jagdbomber schießt amerikanische Sportmaschinen ab. Es war völlig klar, dass der Westen darauf empört war. Nur interessant ist, was die Medien nicht berichteten. Es war keine Rede davon, wie oft schon vorher diese Gruppe kubanisches Hoheitsgebiet verletzt hatte, wie oft es schon diplomatische Eingaben gegeben hatte, damit dieser Spuk endlich aufhört. Es war vor kurzem, also kurz vor diesem Vorfall, war eine Gruppe von Diplomaten aus Havanna zurückgekommen und sagte ganz offen, Fidel Castro sei dabei, die Geduld zu verlieren. Es war keine Rede davon, dass die Flugaufsicht der USA vor diesen illegalen Flügen gewarnt hatte und dass diese selbe US-Flugaufsicht am Tag, wo das passierte, der kubanischen Flugsicherung Bescheid gesagt hatte, passt auf, da kommen wieder Basulto und Co., um Havanna einen Besuch abzustatten. Und es war natürlich auch keine Rede davon, dass selbstverständlich die kubanische Flugaufsicht die anfliegenden Maschinen warnte. Achtung! Die 12-Meilen-Zone ist aktiviert. Wenn Sie weiter nach Süden fliegen, gehen Sie ein Risiko ein. Nichts von alledem in den Medien. Aber zu diesem Zeitpunkt ging es Basulto schon gar nicht mehr um die Bootsflüchtlinge. Nein, die gab es zu der Zeit auch fast gar nicht mehr. Nur er wollte sich selbst nicht überflüssig machen. Und deswegen hat er einfach seinen Tätigkeitsbereich von humanitärer Hilfe auf politische Provokation verlegt. Gut, das mag ja alle so sein. Aber waren die Aktionen seiner Gruppe nicht eher harmlos, Propagandamaterial über Havanna abzuwerfen? Ja, nun muss man dabei bedenken, Kuba hat eine lange leidvolle Erfahrung in Flugzeugen, die aus den USA kamen und ganz andere Dinge taten. Sie warfen Bomben ab, waren in sogenannten Strafaktionen unterwegs, haben gezielte Tötungen vorgenommen Agrar- und Industriesabotage. Sie müssen bedenken, zu der Zeit war Kuba mehr als 3,5 Jahrzehnte schon im Belagerungszustand und man kann letzten Endes nie im Voraus sagen, worauf solche Piloten aus sind. Basulto kam aber auf jeden Fall davon. Richtig, er war in der dritten Maschine, die abdrehte, nachdem die ersten beiden abgeschossen worden waren. Basulto hatte sicher geglaubt, er würde mit seinen demütigen Kubas immer so weitermachen können, im Schutz der USA, aber an diesem Tag hatte er sich verrechnet. Und dann war die öffentliche Entrüstung besonders groß. Besonders übel nahm man es Kuba, dass sie die Maschinen über internationalem Gewässer abgeschossen hat. Ja, diesen Unsinn glauben Sie doch wohl nicht wirklich. Wie meinen Sie das? Denken Sie doch mal vernünftig. Es würde überhaupt keinen Sinn machen. Es wäre vollkommen irrational von kubanischer Seite gewesen, das zu tun. Wenn wir das wirklich getan hätten, können Sie sich ja wohl vorstellen, dass die Reaktion der USA von anderem Kaliber gewesen wäre, als das Lostreten dieses Medienhypes. Und die USA, und das ist ein wichtiger Punkt, haben sich bis heute standhaft geweigert,
die genauen Daten der Abschussstelle preiszugeben und der Öffentlichkeit vorzustellen. Und glauben Sie mir, die wissen warum. Oh, weshalb haben Sie das denn in die Welt gesetzt? Weil die anlaufende Medienkampagne danach eigentlich nur mit dieser faustdicken Lüge richtig funktionieren konnte. Stellen Sie sich vor, die USA hätten zugegeben, dass die Maschinen, dass ihre Maschinen von der kubanischen Seite bereits gewarnt, sich schon über kubanischem Hoheitsgebiet befunden hätten. Dann hätte man nämlich ganz leicht eine Gegenrechnung aufmachen können. Dann hätte man sagen können, stellen Sie sich vor, eine Gruppe von kubanischen Cessnas nähert sich der Insel Florida, dringt in den Luftraum von Miami ein, um Propagandamaterial, Flugblätter abzuwerfen. Zum Beispiel mit der Überschrift, schafft endlich euren scheiß Kapitalismus ab. Das ist eine total absurde Vorstellung. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, aber stellen Sie sich vor, wie oft hätte sich die USA das wohl gefallen lassen? Etwa 12 bis 15 Mal, wie Kuba? Im Leben nicht, Sie hätten gleich beim ersten Mal geschossen. Der Meinung bin ich auch, das hätten Sie getan. Die USA war nicht scharf darauf, dass so ein Vergleich gezogen wird. Und deswegen, und allein nur deswegen, mussten es internationale Gewässer sein. Wohlgemerkt internationale. Aber warum hat man denn ausgerechnet Ihren Mitstreiter Gerardo Hernández für diese Aktion so viel härter bestraft als alle anderen? Das fragen Sie doch vielleicht besser Gerardo selber. Da steht er.